Moin Leute, willkommen zu einem neuen Part von Zelda Ocarina of Time. Und ich habe mal wieder mein Gamepad nicht drin. So, jetzt ist es drin. Wir sehen es hier. Wir sind in Gorunia angekommen. Und wer das denn ist? Es war sehr süß, wie ich spiele. Ja. Erzählen. Wir sind hier wieder bei, also, wir sind in Gorunia angekommen, jetzt endlich. Hat ja nicht lange gedauert, ne? Zack. So. Für den hier brauchen wir noch ein anderes Lied, was wir bis jetzt noch nicht können. Das heißt, wir können hier im Moment nichts machen. Außer. Hey. Und sowas zu nehmen? Fackel? Dann rein wir hier von Fackel. Fackel. Vielleicht geöffnet, weiß ich jetzt nicht. Und Deko starten. So, und jetzt muss ich gucken. Und zwar gibt es hier. Genau, hier oben ist hier. Geöffnet. Cool, machen wir. So, wir müssen jetzt einmal hier hoch. Und dann nochmal hoch. Dann hier hin und dann. Und ihr hört schon, die Musik verändert sich. Es ist nicht mehr gewohnt. Es ist. Ja, es ist das Wort. Was ist das denn für ein Wort? Willkommen, ich habe dich erwartet. Schön, dich wiederzusehen, Link. Hör mir gut zu. Muss ich mich noch einmal wiederholen? Nein, beweise dein Geschick und finde den Weg durch den Wald. Verlasse dich auf dein Gehör und du wirst schon bald dein Ziel erreichen. Ja. Was anderes heißt jetzt, wenn wir von woanders hereingekommen werden, und zwar von. Ja, am Anfang halt. Hier ist noch was. Hier wollte ich nicht hin. Ich glaube, hier ist der Eingang, ne? So, und zwar sind wir jetzt genau im Kokiri-Wald angekommen. Da wollen wir nicht weiter bleiben. Wir gehen wieder rein in den Wald. Und zwar müssen wir jetzt immer hören, ihr hört jetzt etwas lauter Musik, als wenn ich jetzt hier hingehe, hier ist gar keine. Das heißt, wir müssen immer dahin, wo die Musik laut ist. Und dann können wir auch hier gleich noch was mitnehmen. Oh Gott, jetzt kommt es hier mit dem Game. Mit drei. Mal
in Schwarz. Och Mann, jetzt komm. Endlich, ey. Fantastisch! Du hast dreimal in Schwarz getroffen. Dein Talent soll nicht ohne Lohn bleiben. Hier, nimm diesen an dich. Wey, wir haben... Was haben wir bekommen? Du hast eine Munitionstasche für Deko-Kerne erhalten. In der Tasche kannst du 40 Deko-Kerne aufbauen. Yeah, wir können ja nicht mehr 30 tragen, sondern 40. Eigentlich sind die drei Tempel als kleines Kind verbunden, denn wenn man hier guckt, geht es hier nach unten an einen anderen Ort. Also als Zimmer. Das ist wieder Musik, also. Falscher Weg. Ich gehe immer einmal zu früh. Wir müssen geradeaus, ne? Ja. Geradeaus und dann links. So, hier müssen wir allerdings unser Deko-Schild wieder ausrüsten. Hier sind die Wasserstellen später. Tja. Da müsst ihr wirklich früher aufstehen. Jetzt kann Link ganz lässig den Stock in einer Hand halten, wenn er steht. Wer ist das? Ist das nicht Salia? Salia! Wo bist du nur? Wieso bist du hier? Hey, Salia, ich bin's, Link. Ich erschlag dich mit meinem Stock. Ich habe auf dich gewartet, Link. Ich kann den Dings nicht mehr machen. Dies ist die heilige Lichtung, mein Lieblingsort. Ich spüre etwas. Dieser Ort wird für uns beide von schicksalhafter Bedeutung sein. Das kann ich fühlen. Spielst du hier die Ocarina, kannst du zu den Geistern des Waldes sprechen.
machst du mir die Freude und spielst mit mir? Ja klar. Versuche die Melodie, die ich dir spiele, nachzuspielen. Bist du bereit? Wie wunderschön. Du darfst dieses Lied nie vergessen. Versprich es. Willst du meine Stimme hören, so spiele Salias Lied. Du kannst dich jederzeit mit mir unterhalten. Du hast Salias Lied erlernt. Ich gehe in einen Feenbrunnen, um mir eine Fee zu holen. Da ich nicht weiß, wann ich das nächste Mal wieder hier sein werde, was vielleicht erst wieder sein wird, wenn ich zum Waldtauri gehe, hole ich mir ja jetzt schon mal eine Fee auf Vorrat. Deswegen. Ja, yeah, 3 Feen bekommen. OP 1 hat auch gefühlt. Würde man meinen. Tja, ihr könnt mich hier oben nicht treffen. Ihr könnt mich hier oben nicht treffen. Hier wird später noch was Großes sein, was man herbeirufen kann. Und zwar eine Vogelscheuche. So viel sei schon mal gesagt, denn man kann ja einen Vogelscheuche rufen. Jetzt muss man einfach nur den Weg wieder zurückfinden. Link. Hat Salia dir das Lied beigebracht? Das Lied scheint geheimnisvolle Kräfte zu sein. Zu haben. Ja, bla 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 bla. Oh, ja, nein. Alle Lieder, die du lernst, werden dir im Statusmenü angezeigt. Lerne sie, denn du hast sie häufig gebraucht. Bla bla bla. Ja. Da ich mein Glück eh kenne, werde ich eh wieder falsch laufen. Oder auch nicht. Yeah, ich hab den Weg wieder zurückgefunden. Mann, bin ich gut. Achso, ich zeige euch jetzt gerade mal, was die Eule da meinte. Und zwar haben wir jetzt schon 4 von 6 Liedern, die wir als kleiner Junge lernen können. Das eine ist noch die Hymne der Zeit. Die werden wir lernen, wenn wir was anderes machen. Also lernen wir, wenn wir uns die Ocarina der Zeit holen. Und das andere ist die Hymne des Sturms, die wir als Großer dann hören. Und hier unten werden dann die ganzen anderen Sachen noch beigebracht. Das jetzt haben wir Zeldas Wiegenlied, Epunas Lied, Hymne der Sonne und Salias. Hier, wenn man hier wenn man hier eine Bombe reinwirft und die Bombe beim lachenden Gesicht, also beim lachenden Gesicht stehen wird, bekommt ihr ein Herzteil, aber das macht nicht. Diese Statue hier kann man später ziehen, wenn man zum Feuertempel muss. Und jetzt würde ich sagen,
Ja, ebenfalls ist der Plan, Todesberg befindet. Ja, ich würde sagen, ich beende diesen Part mit dem Anblick auf diesen netten Herrn hier, den wir dann im nächsten Part kennenlernen dürfen. Also Leute, freut euch darauf. Bis dann und ciao, euer Marci.